Hallöchen zusammen, herzlich willkommen wieder zurück bei Shadow Warrior 2. Hallo! Mit, Lefuge. Wo bist du hin? Tobias ist er weg. Ja, wir müssen die Teeplantage noch säubern. Also, wir haben jetzt schon die ganzen Teesachen eingesammelt. Ja. Und jetzt geht's weiter, indem wir hier. El Nebla, El Klopsi. Ich geh rein! Geh rein! Ich geh rein! Verletzt mal durch Gift! Ich werde deinen Rücken decken. Vergift! Ja, dann habe ich ja den perfekten Bogen hier. Und wieder schon fähig gegen. Oh Gott, oh Gott! Die bewegen sich so schnell. Die sehen ja geil aus. Die sehen ja mega geil aus. Oh! Der näher. Vernetzt war durch Feuer. Ja. Okay, kaputt. Ah! Auch kaputt? Ne, noch nicht kaputt. Mann, die haben auch ganz schön. Feuer. Oh, ich muss nachladen. Oh, ich muss nachladen. Nein, bleib stehen. Oh, Teil. Oh, au. Das ist ein Hase. Was? Das ist ein Hase. Ich habe keine Hasen getötet mehr. Nicht? Ich schon. Oh nein, Jolle. Ist es der First? Nein. Oh Gott, ich muss mich heilen. Ja. Oh, sind die schnell. Ja. Mann! Oh Gott, der ist so leid. Der ist fast tot! Yes! Ja, der ist hier aber noch nicht. Yes! Was hat der für Specials? Ich hab keine Ahnung, man sieht ihn ja so wie schlecht. Er immer verschwindet, ne? Ah! Widerstand. Ja, gegen Elektrizität, alles. Das heißt, theoretisch könnte man ihn mit. Oh! Achtung, explodiert! Oh. Man muss den nicht verstehen, oder? Das ist ja total OP und unfair. Ich war gerade irgendwie ein bisschen. Oh, der Rauch sah ja. Der Rauch sah ja mega gut aus. Oh, das ist ein Boss. Gott, Alpha Gott. R 13, warum auch nicht? Oh shit. Fischi, ich bring was mit. Warte. Oh Gott. Der beißt ganz schön heftig zu. Oh nein, er ist unverletzbar. Verletzt mal durch Strom. Oh, Kacke! Oh shit, Jolle! Ich bin da, ich helfe dir. Oh shit! Ich komm hier nicht raus. Alter. Nein. Ich bin leicht überfordert. Warte, den haben wir gleich. Sehr schön. So, dann Stromhandel. Haben wir auch gleich. Wenn der sich jetzt noch mal hier offenbart, nice. Dann hau ich mal so ein Z rein hier, beziehungsweise Y. Oh. Stirb, ja, du Nacken. Ich muss mal ganz kurz heilen hier, ne? Wo ist er? Ja. Dann helfe ich dir. Ist schon erledigt. Ist er? Kommt er? Nee, da irgendwo. Hä? Irgendwer? Hä? Hä? Hey, da ist doch eins mit anderen der Kette. Das ist nur ein Bein, genau. Helmut. Okay, alles klar. Y, geht los. Die Party geht. Die Party geht ab. Oh. Das ging ja eigentlich relativ schnell. Und wir hätten hier, glaube ich, lockerlässig Y drücken können. Hab ich gemacht. Ach so. Ich habe meins aktiviert. Das macht total Sinn, weil der Zaun ist ja gleich wieder voll. Ja, wenn man diese Köpfe findet, schon, ne? Ja. Ich hab jetzt keinen Ding bekommen. So, nicht so wild. Ich hätte lieber gerne mal eine neue Nahkampfwaffe. Ich weiß nicht, wie ewig ich schon mit der hier rumlatsch. Ach, ist doch in Ordnung. Scheiße, Mann. So, ready. Hier geht's lang. Hier lang. Achso. Achso, da geht's auch lang. Okay. Komisch. Okay. Oh, muss ich nicht verstehen. Hallo? Okay, wir haben hier wieder so eine Felder. Komm. Was? Ich bin da. Okay. Wo bist du? Ich bin wieder hinter dir. Okay, warte mal, da oben ist Action. Widerstandsfähig gegen Gift, verletzbar durch Feuer. Okay. Oh, warte mal, da links ist auch noch was. Tumor, wieso nennt die Tumor? Hatamari? Ist das nicht jetzt eigentlich unsere
Wow. Found your teeth. Ja, die reden gerade, ne? I don't think the tracks leave any doubt as to who did this. It appears the tea bandit, madam, is you. My body. I suppose it still craves tea as much as I do. And crude from the looks of it. Huh. I never thought to infuse crude with tea. That's actually a brilliant idea. Hey, even when you're a monster, you're innovating. Hey, what's that in the middle of those crates? Ich verstehe die Kamikun nicht. Ich werde sie nie verstehen. Hast du hier schon mehr Sachen? Ja, ich habe schon mal angegriffen. Der ist nämlich anfällig gegen Feuer. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott, diese Mandaharis, ne? Hasenfürst, wieso? Oh, ich habe aus Versehen den Hasen getötet. Ich habe aus Versehen den Hasen getötet irgendwo in der Ferne. Oh. Ich bin dran. Ich bin dran. Wo ist er? Wo ist er? Da. Liegt da irgendwo am Baum hier? Ich bin hinter dir? Ja. Alter. Oh, ich bin gleich schon wieder tot, ey. Oh nee, warum sind das denn immer so viele? Es ist nur zwei, oder? Oh. Komm, den Hasenfuss haben wir fast. Wo ist er? Hier im Feld. Oh Gott, ich, oh Gott. Er ist gleich tot. Es ist nicht wahr. Bist echt mit ihm zusammen gestorben? Es ist nicht wahr. Ich habe auch noch mein Z hier aktiviert, Y, Power des Todes. Ich glaube, ich habe es gesehen, wie du da neben ihm genau eingeknickt bist, aber er ist tot. Oh, shit. Ja, das ist ja ein bisschen ärgerlich, ne? In Energie. Oh. Scheiße, Mann. Wo ist er? Ja! Hat das sowas nicht. Aua! Hä? Das war ich. Wenn, dann war ich das. Naja, das lief ja gut. Ja, so wünsche ich mir doch das. Ein Hieb und weg ist das Ding. Oh. Ich komme. Oh nee, ey. Verletzt war durch Strom. Ja. Warum? So, jetzt kommen noch die Punks hier vorbei. Hui! Ich freue mich. Oh Gott! Schnell! Oh. Schnell! Oh Gott! Hä? Ja. Lad nach! Okay, es geht, Punkt! Yes! What? Achso, ich hatte eben auch, glaube ich, einen gekriegt. Oh nee, nicht runterfallen, Brang! Wo ist er? Wo ist der Beulenhandel? Alter! Da hinten. Ich komm nicht raus. Scheiße. Nein, der fängt mich. Ah! Das ist gut, was hier hingestellt, ne? Sehr gut. Ja. Boah, ich mach überhaupt gar keinen Schaden mit meiner Waffe, ne? Wir müssen mal jetzt die Schmiede dann irgendwann benutzen. Oh Gott! Können wir uns mal ein bisschen Zeug machen. Ey, wir machen echt keinen Schaden, ne? Nee, ich brauche auch keinen. Wir brauchen die Schmiede für sie. Boah, voll aufgeladen, reingegangen, nichts abgezogen. Aber eher mir. Ne, oh, nicht. Doch, das ging jetzt ganz gut, als wir beide raufgehauen haben. Oh, hallo. Widerstandsfähig gegen Eis. Boah, du sagst Eis und ich greife zum Eis, ne? Nee. Ist irgendwie so. Nein, hör auf mich zu brutzeln. Zack. Oh, ja, wie ist das? Oh, das Spiel macht mich fertig. Mich auch. Kiste. Ja, wir müssen uns da dringend mit dieser Schmiede befassen. Ja. Oh, ich soll ich haben. Gerade. Okay. Ich hoffe, es sind noch Gegner irgendwo. Ach so. Stimmt. Ey, Matti, haben Sie diese Kiste hier schon? Warte. Ich hab's nicht vergessen. Was schreit sie denn da so? Was hast du denn für Probleme? Ich hab hier eine kaputt gemacht.
Oh. Brüste! Brüste! Okay. Ja, das freut sich. Zack! Was? Wie schubst mich denn hier gerade? Hä? Wie die hier eine nach der anderen rauskommen, ne? Die schubsen eine mal weg mit ihrer komischen Drehung. Ja. Ich guck mal, dass ich die vereist kriege. Ja, sehr gut. Ist noch jemand? Noch jemand Stress? Ich bin ja fast tot hier, ey. Was ist denn hier Stretch. In der Höhle drin? Man gibt Stretch. Hier ist nur ein bisschen Kohle. Ja, nimm mal mit. Sehr wenig. Was sollen wir denn jetzt hier eigentlich noch finden? Also wir sind ja auch nicht richtig gegangen. Ich wollte nur gucken, was hier ist, weil es wurde ja anscheinend irgendwie bewacht. Da hinten müssen wir hin. Oh Gott. Ach, der lebt noch. Dann lass uns doch mal da hinten hingehen, wo wir eigentlich hingehen müssen. Das ist eine gute Idee, Jorle. Ja, ne? Ich finde auch die Ideen. Sind super. Ah, ich häng fest. Oh, noch eine Kiste hier. Kiste. Der Tumor ist verletzt mal durch Feuer, Fräulein. Ich weiß noch nicht, komm mal hin. Ist schon da, ja. Hä? Nein, ich will dich schon wieder verstecken. Jolle? Dafür kann ich doch nichts. Ach, wir sollen den Typen töten. Ja. Verletzt mal durch Feuer. Ja. Okay. Oh! Gibt's hier schon wieder Mataharis? Ja, ne? Hui! Ups, wo bin ich denn? Wo ist er denn? Okay, wo sitzt ihr denn? Wo bist du? Ach, da. Oh nein, daneben. Oh, was? Was hat der denn abgezogen? Sein komischen Sprung. Oh! Achtung, er kommt geflogen. Huch, sie teleportiert sich auch noch, ja, ne? Der geht immer da hinten 10 zurück, oder was? Oh Gott! Es ist nur noch ein Stückchen von ihm. Ja, ja, der löst sich immer auf. Achtung! Yes, komm schon! Oh, das sieht auch gut aus! Und Kapaister, oder? Nee, jawohl. Der lebt noch. Tot. Nee, jetzt ist Ende Gelände hier. Der hat gar nichts reingelassen. Geil, der war cool. Und was haben wir jetzt davon? Hier, wir haben diesen Tee hier gekriegt. Pick it up. Okay. Smell it. This reminds me of something my Sifu used to do. I don't want to play that game. Oh, come on. I just want to know what it is. Whoa. It's like a pure tea extract. A drop in water would be enough for an army. And you know what they say, an army runs on tea. Oh, wait. No one says that. Die ist hier so super, super teuer, wohl schon, ne? Was? Teuer? Ja, total exquisit. Tee gibt's hier nicht mehr. Das ist halt so ein extravagantes Ding hier in dem Universum. Okay, Tee. Und jetzt haben wir halt Tee so einen Megatee gefunden. Ja. Megatee-Extrakt. Extrakt. Okay. Wir lassen uns zurückfahren, oder? Wir fahren zurück. Alles klar. So. Und wir kommen zu unserer ganz normalen alten Karte, ne? Es gibt eine neue Aktivität in der Drachenberg-Gegend, der Weg des Wägen. Sie besteht aus Prüfungen, in denen du alle Gegner besiegen musst, ohne selbst zu sterben, um einen Preis zu gewinnen. Absolviere die Prüfung um die Herzen. Der Weg des Wägen ist das DLC. Ja? Mhm. Ja, guck mal, bei mir ist das Tor auf, bei dir auch. Oh ja, bei mir jetzt auch. Ah, okay. Okay, ja, und wieso sind wir jetzt wieder hier? Guck mal, jetzt ist auch hier so ein pinkes Ausruf. Warum pink? Okay. Hä, wieso? Ich frag lieber nicht. Ja, ne? Wir sind hier, weil wir können diese Karte ja ganz normal noch benutzen. Das Dorf ist zwar jetzt nicht mehr so voll wie vorher, aber Larry ist noch da und Hideo. Hä, aber es wurde doch alles zerstört. Wieso ist denn jetzt hier alles wieder heil? Das ist Magic, Alter. Magic. Das ist Magic, Alter. Ich habe jetzt noch gar nichts gemacht hier. Hat er neue Waffen? Oh, es ist der Rabe. Oh, der Rabe macht mich gerade voll an. Dann kaufen wir uns die doch. Und die, wenn man die hinstellt, ne? Ja, das wäre geil. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich glaube, das nehmen wir. Pass mal auf. Muss mal aussortieren und wir können mal die Schmiede oben zeigen. Wollen wir das mal jetzt zum Ende der Folge noch mal kurz machen? Ja, ne? Wo, was? Wo denn? Die Schmiede, komm, ich zeig dir mal die Schmiede. Ich komme, ja, ich komme.
It's new, Alter. Oh, warte mal, ganz kurz, Hideo, hast du neue Waffen? Hideo. Ja, das... Oh, yes! Yes! Oh, jetzt freut sie sich. Oh, das ist die Plasmaschneider und der richtige Bogen. Der richtige, also der... Wow, Alter, ich flippe aus. Compound-Bogen. Der... Kauft. Okay, dann kaufe ich mir das jetzt auch. Aber die oh nein, die Plasmaschneider kann ich mir jetzt nicht mehr leisten. Ja, ich schon. Hab noch 2 Mille. Willst du haben? Nee, 200.000 habe ich noch. Ey, mir fehlen 10.000. Na, verkauf doch schnell was. Boah, den muss ich jetzt aber mal nach der Folge ordentlich, mal ordentlich gucken hier. Ja, kennen wir alles. Lass uns erstmal zur Schmiede gehen, bitte. Uns geht's, müssen wir auch noch, wir müssen richtig viel machen. Wo bist du denn jetzt schon wieder hin? Komm zu mir. Komm zu mir, dann zeig ich dir mal die Schmiede. Woo! Boah. Und zwar, unser Master ist ja weg, weil ist ja leider verstorben. Ja, aber er ist hat uns die Schmiede hinterlassen. Ja. Das kannst du jetzt mal ausmachen. Warte mal, das ist neu. Das ist ja cool. Das ist neu. Das war vorher anders. Edelsteine? Ach, das hat was mit dem DLC zu tun. Edelsteine zur Einbettung. Prüfung der Reinigung. Waffe infundieren. Auf jeden Fall kannst du hier trotzdem Sachen einsetzen, ne? Dann kostet ja. Es ein bisschen was an der Herstellung und du stellst ein neues Upgrade. Ist immer Level, also vom Level höherwertig. Also deswegen kann man hier, was ist nicht so die gelben Sachen, blau auch und so, kann man mal reinwerfen. Okay. Kommt bestimmt was Gutes bei rum. Zum Beispiel Essenz des Frostbrandes, ne? Ich mache jetzt mal irgendwas mit Eis. Ich mache jetzt dreimal Eis. Genau, machen wir dreimal eins. Nee, warte mal. Und auch kühler Aspekt. Jetzt habe ich schon eins gekriegt mit Stufe 56 auf Legendär, also in Gelb, ne? Das ist ganz gut und das musst du dann halt immer so hochstufig weitertreiben. Das ist ganz nett. Essenz des Feuers. Und Aspekt der Verbrennung. 13.000. Zack. Stufe 57. Naja. Flammen. Essenz der Verbrennung. Hier noch mehr. Ich habe jetzt nur blaue Sachen drin. Zack. Stufe 67 in Orange sogar. Das ist richtig gut. Ja, so macht man das. Essenz der Verbrennung. Ja, das ist cool. Hier, Quatsch. Säure. Hä, wieso kann ich denn Feuer und Eis zusammen machen? Kannst du auch, dann kommt immer ein bisschen was anderes bei rum. Level 70! Yes! Schaden als Gift. Irgendwas in der Maus. Ja. Geht's wieder? Ja. Okay, also das ist ein bisschen. Es ist wieder so friebelig, ne? Bisschen. Ja, aber trotzdem ganz gut. Ich würde dir jetzt nicht anraten, die grauen Sachen zu machen. Die können wir immer noch verkaufen. Alles, was so blau ist, kann man dann hier ein bisschen verwerten. Ja, eigentlich ganz gut. Frost. Seele des Eises. Wow. Okay. Ja, da muss man halt ein bisschen rumsitzen und ein bisschen Sachen reintun, ne? Ja, oder halt eben verkaufen. Ich meine, man kriegt ganz gutes Ding, aber ganz gutes Zeug. Es ist halt vom Level immer gar nicht so blöd, ne? Gar nicht schlecht. Ich glaube, ich mach das gleich mal, aber das in der Pause wahrscheinlich. Ja. Mal ein bisschen durchgucken, was wir hier haben. Skillen noch. Oh Gott. Kannst du mal bitte. Hier? Ja. Nee, du nicht. Ich wollte, dass er das hier mal sortiert. Nein, ich krieg einen Hicken. Oh, sie kriegt einen Hicken. Verbessert Widerstand gegen von Gegnern verursachte Elementareffekte. Widerstand ist gut. Immer Anfälligkeit für was denn jetzt und ich oder er verbessert Widerstand. Also ich, aber wieso bin ich dann anfällig? Ist egal. Nicht verstehen. Mann, ich drücke immer die falsche Taste. Ja, also jetzt nur mal, damit die Leute sehen, wie das aussieht, wie man da vorgehen kann. Jetzt wurde mal ausgerüstet. So. Eisern, Donnerschlag. Genau. Sprengmuni. Boah. Zack. Noch mehr Stormzorn.
Okay, ja, ich würde sagen, vielen Dank fürs Zuschauen, Leute. Wir werden uns jetzt mal hier ein bisschen rumfuchsen. Und in der nächsten Folge sehen wir dann vielleicht irgendwas Cooles, was wir daraus gebastelt haben. Ja, vielleicht haben wir bessere Waffen oder so. Juhu! Juhu! Bis dann, ihr Lieben. Tschüss.